In Elben, einer 45-Seelen-Gemeinde zwischen Bösenburg und Freist, strömte am Abend des 14. September wieder mal alles zum Eulenbergschen Hof. Die Aberlohrs, dessen Gründer und Frontmann Klaus Adolfi hier auch wohnt, feierten ihr 20-jähriges Bestehen. Hunderte Gäste von nah und fern wollten mitfeiern und wurden eingestimmt durch die Videoclips der sogenannten Mansfeld-Trilogie. Dazu gehört auch der Song Najana. Fast 3 Stunden waren die Musiker im Anschluss live zu erleben. Drummer Matthias Schimetzek, bereits seit 20 Jahren dabei, Kai Büttner am Bass, Valentin Gregor mit Geige und Gesang, Neuzugang aus dem Jahr 2015 Steffen Thomas am Akkordeon und natürlich Gründer und Frontmann der Band Klaus Adolfi. Aberlohrs, die bereits mehrere Alben veröffentlicht haben, fast ausschließlich mit eigenen Songs, gehören zu den erfolgreichsten Folkrock-Bands in Deutschland, haben beispielsweise auch schon beim Wacken Open Air gespielt. Naja, eigentlich kommen wir ja alle aus Schottland, das wisst ihr schon, nicht? So gefühlt. Nein, das ging an einem trüben Herbsttag, eigentlich sogar im Jahr 1998 los. Auch nicht die Gründung, aber die Idee. Und das hing mit dem Einkaufen von Vorratsgetränken für den sich ankündigenden Winter zusammen. Das heißt, mit dem Ursprungsgeiger Steffen Knauel saß ich also im Connoisseur in Halle, Whisky and Cigars. Und ich denke mal, die siebte Sorte war Aberlauer, damals gerade erst auf den deutschen Markt irgendwie geschwappt, wodurch auch immer, glaube ich jedenfalls. Und das war der, bei dem wir hängen blieben. Und dann war klar, naja, also wenn schon eine neue Band, so als Zweitprojekt, dann heißen die mal Aberlauers. Und dass das dann so ausgewachsen ist in relativ schneller Art und Weise, das war dann noch nicht zu ahnen. Ja? Und jetzt sind das trotzdem auch schon 20 Jahre. Also die Band ist jetzt fast bühnenreif, finde ich. Ja? Jetzt können wir so langsam raus in die Welt, oder? Apropos Bühne. Dort präsentierte die Band an diesem Abend auch einige Gastmusiker. Neben dem schottischen Sänger und Gitarristen Ian Smith waren auch Christine Klaas sowie das ehemalige Bandmitglied Flötist Andreas Fabian mit von der Partie. Und übrigens auch die Ursprungsband von Klaus Adolfi Horch feiert Geburtstag. Allerdings schon den 40. am 18. Oktober 2019 im Steintor zu Halle.